meine lieben Freunde, dann schauen wir einfach mal rein in die Entbannungsanträge auf ganz entspannt. Wenn Chin schon einmal da ist, dann werden wir das ausnutzen. Also wie gesagt, Entbannungsanträge auf Twitch. 13 Stück haben wir aktuell, 11 sind neu. Oh, 11 sind neu. Okay, wartet, wir switchen mal um. Ich bin übrigens ja sowieso gerade auch live, logischerweise. So, warte mal, 13 Stück. Moment, ich muss unten anfangen. So, warte mal, wir fangen mal an mit Timchen 0209. So, passt auf. Dann machen wir den mal, nehmen wir den mal raus hier. So, der hat geschrieben, ihr seid solche Hurensohn, ihr Spasten. Ah, ist auch grammatikalisch auf jeden Fall korrekt. Okay, Bloody hat auch Dings. Ah, okay. Hier. Aber das ist ja kein Antrag, oder? Na doch, hier unten ist ein Antrag. Ich war aus der Spur, tut mir echt leid. Geht mir auch manchmal so. Also da ist einfach mal, wenn du einfach mal aus der Spur rauskommst, da droppst du halt einfach mal so einen Spruch. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Timchen. Der hat's mal gekickt. Da hat mal kurz der Autismus reingehauen, würde ich sagen. Und wer hebt das dann auf? Na, ich kann jetzt hier annehmen oder ablehnen jetzt? Machen. Jetzt? Gucken wir, wie lange das her ist. 17. Juni 20. Ne, warte mal, das hat er gemacht. Wann hat er das gemacht? Gesperrt am 28.28. Sehe ich, wann der diese Dings geschrieben hat? Warte mal hier. Info. Ah, ne. Oh, so weg. Timchen. Pop-out. Das ist doch viel besser. Ah, so wird ein Schuh draus, Leute. So wird ein Schuh draus. Okay. Aber Simon. Timchen. Ja. So. Hör doch mal. Aber jetzt würde ich mal. Klick oben auf seinen Namen. Ach so, okay. Und dann? Nee, der ist ja nichts. Ich wollte wissen, wann der diese Dings hier geschrieben hat. Du bist wieder auf dem Falschen. Naja, ich war aus der Spur, tut mir echt leid. Natürlich und Spat. Nee. Ach nee. Wisst ihr das? Seht ihr nur gefühlt 1000 Mal? Echt? Warum das denn? Hä? Ist doch scheißegal. Seht ihr mich echt so oft? Links beim Name. Letzten Monat. Letzten Monat, ja, stimmt. Letzten Monat. Ja, was sagst du dazu? Ja, mir geht's auch manchmal so. Ich weiß, bei dir kickt der Autismus genauso, aber ganz ehrlich. Also. Ja, ist schon frech, ne? Es ist mehr wie frech. Und es ist noch falsch geschrieben dazu. Ja. Ist nicht mal richtig beschrieben, beleidigt. Ich sag ablehnen. Ach. Was sagt der Chat? Chat, was sagt ihr? Ablehnen. Sauerei. Raus. So, Ablehnung senden. Also ist schon frech, jetzt hören wir mal aus der Spur, Bruder. Gut, Ablehnung senden. Raus damit. Hier ist doch. Raus mit den Viecher, würde Karin sagen. Oh nee. Karin Ritter ist ja leider auch von uns gegangen, ne? Muss man auch dazu sagen. So, passt auf. Ach hier, Maschira ist immer noch gebannt. Komm, ey, ganz ehrlich, um das jetzt hier ein Ende zu setzen, ich heb den jetzt auf, fertig ist, weil ja auch 1000 Leute gefragt haben. Ach, ist egal. Ja, wir dritte Mal die Story jetzt. So, der schreibt hier, der JD. Warte mal, ich muss, glaube ich, über das Bild hier so drüber machen, sonst seht ihr mich so oft. Was hat er denn geschrieben? Der JD hat geschrieben, Asi, Penis, hahaha, geilo, Manus ist dick, du bist dick. Ihr seid scheiße. Seid scheiße. Also Zeit, seid. Verstehst du? Wenn Zeit Form, dann seid mit T. Das ist ganz einfache Eselsbrücke. Ansonsten mit D, Bruder. Ist zu laut. Ist zu laut. Pisa. Pisa? Was ist denn eine Pisa? Eine Studie. Ach so, die Pisa-Studie. Oder der schiefe Turm von Pisa. Wird das so geschrieben? Dein Penis ist scheiße. Das hat ihn seine Mutter erzählt. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das hat ihn seine Mutter erzählt. Gut, die banne ich auch gleich. Asi. Ah ja, Entbannungsantrag, das war mein Bruder. Ich glaube, das Asi steht für was anderes. Was steht denn Asi?
Ich weiß es nicht. Warte. Alter Sack. Muss groß. Ablehnung senden. So, das wird nichts, Bruder. Das wird nichts. Bad Boy! 175, Bad Boy! So ist angeschrieben. Ist ja wenigstens ein richtiger Bad Boy. Laut heute um 5 Minuten danach hat sie nichts gesagt. Mac Abriss, Abriss wäre geil. Mac Manus, okay. Ja, so wie vorher. Ja. Reagieren wir auf die F-Folge. Regieren. Neueste. Es sind Sachsen, du stinkst. Es sind das. Oh, da hat der Moderator beleidigt. Da hat der direkte Moderator beleidigt. Aber hier ist ein bisschen was geschrieben. Ah, zweiter Account von Chem4KMH. Survivor, diverse Beleidigungen losgelassen und Mods beleidigt. Ein Bannungsantrag wurde abgelehnt, circa 2 Wochen später mich privat angeschrieben mit der Nachricht. Moin, danke, dass du alle so gut moderierst auf Twitch selbst. Ich möchte mich entschuldigen, haben mal bei Tino Scheiße gebaut, gelernt, danke, danke. Ist schön zu hören, tut mir leid, das selber. So, kann abgefahren. Ach so, der ist ein zweiter Account von einem, den wir schon mal gebannt haben, nicht landfähig. Tino, ich liebe deine Videos, lass uns überlegt. Ja, Mann, Sachsen. Sachsen beleidigt, ich bin mir mehr bewusst. Wie anstrengend das ist bei Twitch zu moderieren. Ich hoffe, lass uns teilnehmen. Also, der hat mit seinem Hauptaccount 4 km/h Schäbe. Ne? Sein Hauptaccount ist 4 km/h Schäbe. So, da haben wir uns schon gebannt. So, und jetzt hat er einen zweiten Account gemacht und hat er wieder Moderator beleidigt. Also, ganz ehrlich. Raus was? Mit der Fisch. Psst. Was? Schreib einfach Punkt, Punkt, Punkt. Was willst du schreiben? Ich wollte schreiben, lernresistent, oder? Hä? Schreibt man das? So? Sagt man das so? Okay, ich schreibe vielleicht doch nur Punkt, Punkt, Punkt. Pimmel, HS, Juan, Penis. Nee. Juan. Oh, Juan? Sag mal, warum schreibt hier jeder Penis oder Pimmel? Weiß ich da auch Tino, nicht. Guck mich bitte an. Nein, ich hab noch nicht gezeigt. Guck mich an. Nein. Warum schreibt das hier? Ich hab noch nicht gezeigt. Hey, sorry, dass ich geschrieben habe. Tut mir wirklich leid. Ich wollte einen Spaß machen. Das war aber scheiße und es wird nicht mehr vorkommen. Komm, heb's also, auf, der Arme. Sperrt, warte mal, Mod-Kommentare. Pimmel, Penis. Ach ja, okay. Nur beleidigen die 4 Nachrichten, die er geschrieben hat. Also er hat insgesamt 4 Nachrichten bei mir im Chat geschrieben und die waren alle kacke. Muss man einfach mal dazu sagen. Vier Nachrichten, 4-mal beleidigt, 100% Quote. Huch. Glückwunsch, Sie sind auf ewig gebannt. Auf weit? Auf weit gebannt? Gebannt. Ablehnung senden. So. Du bist aber hart. Ich bin manchmal hart, ja, manchmal muss man auch hart sein. Also ist da einer dabei, den wir heute noch annehmen können, oder? Darf ich schon? Warum rufst du mich mal bei dir an? Was? Mein Nachher hat... Oh, Digga. Geh sterben. Ist aber jetzt nicht nett. Nein, Tino, nicht mich wegen hallo. Den bannen. Ich wollte nur was testen. Geh sterben. Ich muss immer was testen. Geh sterben. Asch. Test. Hallo Asch. Hallo Asch. Asch oder was? Moin, kannst du mir mal den Traktor machen? Ich hab dich lieb. Ich lieb dich. Tut's. Du kannst es nicht mehr machen. Ich melde dich einfach noch einmal. Noch einmal bei euch auch nicht mehr. Ich hab mich schon wach und bin gerade in die Gruppe und bin bei mir und hab dich hart. Und bin schon wieder da. Ich habe mich jetzt noch nicht gemeldet, weil du mir mal wieder ein paar schöne Grüße an dich und deine Familie haben. Und was ich habe, es ist nicht mehr zu machen. Und du kannst dich nicht mehr machen. Ich.
Das war jetzt ein Satz übrigens. ist das ein Songtitel? Stimmt, könnte sein. Ist das ein Songtitel? Und verstanden ich nichts habe. Vielleicht ist das Chat, ist das vielleicht ein Songtitel oder so? Man weiß es ja nicht, wenn das ein Songtitel ist. Kann ja sein, da hat den einfach abgeschrieben. Okay. Es war ja nur Spaß, habe ich bei Freease, ach wie sie soll das heißen, auch schon gemacht. Ich teste ja nur etwas. Also er ist auf jeden Fall der Tester. Nicht den Duden. Was schreiben die Mods? Warte mal, Freeze. Freeze ebenfalls gebannt aus demselben Grund. Wurde kurz davor wegen demselben Grund gebannt. Antrag wurde abgelehnt bei Physi. Ah ja, okay. Ja. Hm. Sorry, aber habe nichts. Habe ich nichts. Boah, das ist anstrengend. Das musst du erstmal machen so. Nichts an dich habe zu sagen. Und außerdem ich haben große Glück jetzt weil haben dicken Löris. Danke. So, ich denke, dass er weiß, was gemeint ist. Ah, Entbannungshandregel sind echt legend, Bruder. Echt legend. Dankeschön, Kevin vom Fünfer, Bruder. Man weiß, dass Teamprojekte haben wir Hälfte, die Hälfte für deine Frau. Nö, kannst knicken. Schissi, danke für 22 Monate. Paul für 20. Frank für 17. Julia, danke für 5. 5 Tacken auf den Nacken, vielen, vielen Dank. Und schon dir danke für 11 Monate, vielen, vielen Dank. So, okay, hallo, ja, warum bin ich auf TS und Discord gebannt, wo ich nichts gemacht habe? Wann GTA? Hallo, kann mich ein Mod bannen? Danke, kann mich mein Mod anschrippen? Hallo, kann mich ein Mod anschrippen? Danke. Und zurückhalten wegen Y, bla bla bla. Alles sind Achlocher. 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 Alles sind Achlocher. Okay. Alles in, bereits auf TS und auf beiden Discord gebannt, bei Füß ebenfalls gebannt. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Da fällt mir auch noch nicht mehr zu ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fällt mir nicht mehr zu ein. Hallo, darf ich bei euch bei True Farming mitmachen? Sage es ja oder nein? Hä? Sage es ja oder nein? Oder. Hallo, Mac. Meckenmaman. Oh, darf ich bei euch mit. Hallo, darf ich mitmachen? Drauf fangen. Ruf mir auf dieser Nummer an. Oh. Ruf mir auf diese Nummer, ruf mir auf diese Nummer an. Konto. Oh, was? Konto vor 13 Stunden erstellt. Vollzeit vor 13 Stunden. Okay. Pass auf, bei dem sind wir magnetisch. Machen wir Sperre aufheben. Nein, du darfst. Nicht bei TF mit spielen und wenn du noch einmal eine Handynummer oder sonstiges in den Chat post test bist du den Rest deines Lebens gebannt. So. Okay. Annahme senden. Guti. Dann haben wir hier noch den Glaube 43. Laupe, Dankeschön für 7 Monate, Bruder. Ulle, Dankeschön für 19. STW, Marcel, Dankeschön für 3. Und Julian für 9 Monate. Vielen, vielen Dank. Leistung Grazer, schönes Mettbrötchen mit Maggi. Oh. Direkt sympathisch. Wir haben Wildschwein, Bratwurst. Digga, wie kann man den bannen? Lecker. Lecker. Geh mal da aus. Aber vielleicht macht die Wildschwein, Bratwurst auch einen Kecker. Lee, danach. Geh mal bei aufs Auto und pinke. Wir haben Wildschwein, Bratwurst. Wir haben gerade. Randy, okay. Das, was dir nichts bringt, Loser.
Achso, das hat er an einen Zuschauer geschrieben. Am Big Mac hat er geschrieben, ich nehme einen Big Mac und 20 Gramm Nuggets. Ja, mit Big Mac sollst du solche Späße nicht machen, Bruder. Ich habe wir auf mal ein iPhone geholt. Mach mal Chuck Norris Witze. Tschüss, Arsch. Ha. Was schreibt er? Ich entschuldige mich, dass ich dich Arsch genannt habe und du bist der beste YouTuber und werde dich immer verfolgen. Der ist netter als ich. Ach nee. Warum? Ey, warum? Was ist nur manchmal mit den Leuten los? Was ist nur manchmal mit den Leuten los? Ich verstehe es einfach nicht. Komm, darfst du entscheiden, Jean. Nee. Doch, entscheid du es. Hello. Ja. Boah, Julian, Digga, haut einen Fuchs raus. Was ist denn da los? Für dich und deine Familie? Dankeschön, Bruder. Kuss auf die Nuss. Dankeschön für den Fuffi auf den Nacken. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr lieb von dir. Der hat halt Wildschwein-Bratwurst. Mensch, mach jetzt aufheben oder nicht? Ja, was willst du denn jetzt schreiben? Ich schreib nichts, du sitzt dran. Lass dir die Wildschwein-Bratwurst schmecken. Die leckere. Nein, ich schreibe, weiß nicht. Neue Chance für dich. Wildschwein-Bratwurst-Mann. Wildschwein-Bratwurst-Mann. So, Blockbuster, danke für 5 Subs, Bruder. Vielen, vielen Dank. Kuss, Dankeschön für 5 Subs. So, Julian, vor 16 Tagen gesperrt worden. Das ist ja gut. Freezy macht gerade auch Leistung, True Farming. Guck doch an seinen Twitch-Account. Ja, der Vorstand True Farming. Ist doch so. Junge, fuckt nicht ab. Was, Freezy hat dich verraten. Mega, Metaplay, Metaplay. Moin, moin, Aquimax hier. Hashtag Arschloch. Hat er denn, warum denn das? Wir hatten ihn gesperrt überhaupt. Bloody hat nichts geschrieben dazu. Könnte man mich wieder entsperren, bitte? Danke. Kurz knapp. Das ist aber auch schon dreist, Digga. Das ist aber auch schon aber dreist. Gut, was hat er denn jetzt geschrieben? Aloch. Halt einmal. Ach so. Es ist aber so ein Zuschauer, der einfach nervig ist. Wenn ich so sehe, was er schreibt, das ist einfach so ein Typ, der Deadlifter Dieselfahrer, danke von 5er. Hi, ich mag dich, aber kannst du bitte auf das Sofa gehen und die hübsche Frau auf Twitch weitermachen lassen? Kuss geht raus. Hello. Binskauer! Haut auch noch einen Fuchs raus. Dankeschön. Beste YouTuber und Streamer, den es gibt. Bald Gesellenprüfung. Zimmerer, wünsch mir Glück. Grüße aus Franken. Digga, drück mal dir auf jeden Fall die Daumen für deine Gesellenprüfung. Aber ich... Ja, komm, heb mal auf. Zweite und letzte Chance. So, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Donuts. Und Schwappe, der Dieselfahrer, Dankeschön, Bruder. So, was hat denn hier der Manfred? Hayid, so Hayid, was hat er denn? Hallo, soll es mich interessieren, dass du aufgehst? Manetti, Orangen schmecken gelb, oder? Manetti, Orangensaft aus grünem Tux. Manfred, lösch dich. Okay, warte mal. Du glaubst, dass du was Besseres bist, weil du Mod bist bei irgendeinem Lappen. Mhm. Hör auf zu reden und spiel und sag nicht dicker oder so als Alman. Ist das nicht so geil? Wegmanns oder krass sein. Bann mich ruhig, wenn du keine Kritik verkraften kannst. Fing immer wieder an mit Beleidigungen und nervt einfach die Leute im Chat. Permaban überfällig gewesen. Ich bitte um Entschuldigung. Es tut mir leid, falls ich irgendwas Schlimmes geschrieben habe. Mir ging es damals nicht so gut. Ja, ja. Ach, und ich kenne uns sehr gut. Würde gerne wieder deine Streams mit dem Chat zusammen verfolgen und gucken. Bei den anderen sinnlosen Nachrichten, die ich geschrieben habe, war ich mit anderen im DC und wollte lustig sein. Kein Plan, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, Digga, gar nichts. Aber ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, das ist doch... das ist sowas von ablehnen. Sorry, Bruder, aber da muss ich einfach mal... Ich
Da schreibe ich einfach mal, hier kommt die Ablehnung sein Urgroßvater, Digga. Der hat aber Vater geschrieben. Ja, und? Hier kommt die Ablehnung sein Urgroßvater, Digga. Ablehnung senden. Tschüss, ciao, Bruder. Hello. Jaden, Digga, haut auch noch einen Fuchs raus. Guck mal bitte. Nein. Jetzt hör auf schon wieder. So, Tim 6507, der letzte für heute. 99 plus Nachrichten. Dir sie, das war ein Gewinnspiel. War ein Gewinnspiel. Seit wann hast du eine Uhr? Ich höre dich. Ich bin Azubi, aktuell Kamera einer Fernsehsendung. Frohes Neues. Maki zum Frühstück, Tino. Wo ist deine Breitling? Hast du ein neues Mikro oder sind das meine Kopfhörer kaputt? Hi. Warum ist jetzt gesperrt worden? Moment. 21 Timer. Viele verschiedene Sachen. Wohnort gepostet. Während einem Raid schreibt er Unwahrheiten über Tino im fremden Chat. Wunsch von Tino ist gleich Bann. Okay. Wieso wurde ich gebannt? Haben letztens nichts Freches Böses geschrieben. Würde mich freuen, wenn ich wieder entbannt werde. MFG Tino. Timo. Ich weiß, an den kann ich mich sogar erinnern, glaube ich. Was hat er geschrieben? Ja. Der hat 21 Timeouts schon gekriegt. 21 Timeouts, Digga, echt jetzt? Wann kriegt man das? Ich habe gesagt, dass die den bannen sollen. Warum? Weil der mein Dings gepostet hat. Schwierig. Was meint ihr, Chat? Dankeschön, Cody Fahr für 500 Bits und Surfer für 2 Monate. Weg. Ablehnen, weg. Ja, gut. Tschüss, ciao. So, okay, jetzt haben wir hier noch einen und zwar den McManus-Fan 112, aber der ist ja auch schon länger dabei, oder? Moin, bin dein größter Fan. Gesperrt am 24.04.20. Moin, ihr Hohlbirn, Lappen, wie geht's? Es in Sachsen, warum? Blattbauen kann ich ja nicht dafür. Du hast ein Problem damit? Achso, der hat ja alles Rotze hier. Bei größter Lappen, den ich kenne, McManus, SN Sachsen. Das gibt eine Anzeige. Mein Vater ist Richter, der erklärt das für mich. Ich kann das so einfach nicht akzeptieren. Das gibt eine Anzeige. Karin Ritter, by the way, heißt auf Instagram. Gerne mal folgen, vorausgesetzt, da kommt ein Video auf YouTube. Dicker. Was? Ja, aber ey, ohne Witz jetzt, denn sein Vater ist Richter. Den muss ich entbannen, oder? Den muss ich da entbannen, wenn den sein Vater Richter ist und klärt für ihn? Nicht, dass du noch Ärger kriegst, Tino. Ja. Das ist natürlich hart, ey. Hello. Lars, Bruder! Dankeschön nochmal für den Fuchs, für deine Familie und die Kids. Digga, ehrenwert. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Will ich absolut nichts von abgeben. Nein. Spaß, nein. Alles für die Familie natürlich. Dankeschön, vielen, vielen Dank, sehr, sehr lieb. Danke für die Unterstützung. Ne, den lehnen wir ab. Ach, da habe ich, ich habe auch gar keinen Bock, irgendwas zu schreiben. Schreib. Der will so, der will ja. Es so. So, okidoki. Oh, was ist denn hier? Ja, neue. Vor 11 Minuten, vor 10 Minuten, vor 8 Minuten. Pisser, bitte bann mich weg. Leute, ist ja nicht euer Ernst. Guten Tag, wollte nur mal schauen, ob ich gebannt werde. Würde mich über meinen Bannantrag freuen. Tschüss, Digga. Ohne Witz. Also, vielleicht Auftritt ändern. Zu blöd für alles. Hast noch Maschinen. Ich hoffe, aber nimmst es nicht. Ja, genau, voll Trottel. Ach, du kommst nicht auf die. Oh, Digga. Ich, ganz ehrlich. Geht euch um. Was? 12.02.? 21? Heute hat er es geschrieben? Ja, vorhin. Ich hab's auch gelesen. Okay, alles klar. Ja, komm, da habe ich auch gar keinen Bock mehr. Jetzt hier noch. So, tschüss. Gut. Ich habe gar nicht gelesen, was hat er dir geschrieben wegen Entbannung? Den heben wir uns fürs letzte Mal auf. Gut. Aber in diesem Sinne, das waren die Entbannungsanträge. Immer wieder. Immer wieder ein
einen Abend wert. Immer mal wieder einen Abend wert. Es ist absolut, es ist eine absolute Katastrophe manchmal. Ja, schade. Nehmt euch kein Beispiel dran, da Leute. Ohne Witz, beleidigen im Internet ist kacke. Da steht schon wieder Arschloch. Psst. Beleidigen im Internet ist kacke und bleibt kacke. Und ja, Worte können da manchmal Leute wirklich verletzen. Ich meine, ich bin da abgehärtet ohne Frage. Mich hebt das nicht an. Aber es gibt halt auch eben andere Leute. Deswegen, gerade Cybermobbing und so weiter ist ein schwieriges Thema und sollte man sehr vorsichtig mit sein. Das einfach nochmal mit auf den Weg gegeben jetzt. Ne? In diesem Sinne, Kuss geht raus, danke fürs Zuschauen.